Liebe Gemeinderätin, lieber Gemeinderat. In diesem Video geht es um die Zusammenarbeit zwischen dem Gemeinderat und der Rechnungsprüfungskommission. Der Gemeinderat ist die oberste Exekutivbehörde. Er hat den Überblick, plant und führt die Gemeinde. Er kann Anträge stellen und damit Einfluss auf die Entwicklung der Gemeinde nehmen. Die Rechnungsprüfungskommission übt dabei zwischen den Stimmberechtigten und dem Gemeinderat die wichtige politische Kontrolle aus. Sie ist somit ein Hilfsorgan der Stimmberechtigten. Aufgabe der Rechnungsprüfungskommission. Wenn ein Geschäft finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinde hat, prüft die Rechnungsprüfungskommission es. Die Hauptaufgabe der Rechnungsprüfungskommission ist es, die Jahresrechnung und das Budget sowie Verpflichtungskredite oder Ausgliederungen zu prüfen. Sie gibt eine Stellungnahme ab, die den Stimmberechtigten hilft, sich eine Meinung zu bilden. Die Kommission darf nur prüfen, ob ein Geschäft finanziell zulässig und angemessen sowie rechnerisch richtig ist. Sie prüft nicht, ob ein Geschäft zweckmäßig ist. Das darf nur eine Geschäftsprüfungskommission. Die Geschäftsprüfungskommission gibt es in Reihenform nur in Gemeinden mit einem Parlament. In allen Gemeinden kann es aber eine Mischform geben, die sogenannte Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission. Mitglieder. Die Rechnungsprüfungskommission hat, wie der Gemeinderat, mindestens 5 Mitglieder und ist ebenfalls eine Milizbehörde. Die Mitglieder machen die Tätigkeit also nebenberuflich. Sie werden in Gemeinden ohne Parlament von den Stimmberechtigten an der Urne gewählt. In Gemeinden mit einem Parlament wählt das Parlament die Mitglieder aus seiner Mitte. Die Sitzungen der Rechnungsprüfungskommission sind, wie die Sitzungen des Gemeinderats, nicht öffentlich. Für beide gelten dieselben Regeln zu Beschlussfähigkeit, Kollegialität, Schweigepflicht und Offenlegung von Interessenbindungen. Unterstützung. Der Gemeinderat muss der Kommission für ihre Arbeit die notwendigen Informationen zur Verfügung stellen, solange keine öffentlichen oder privaten Interessen dagegen sprechen. Die Rechnungsprüfungskommission muss zudem genügend Zeit für ihre Arbeit haben. Am besten regelt ein Gemeindeerlass eine konkrete Frist. Anträge. Die Rechnungsprüfungskommission kann den Stimmberechtigten den Antrag stellen, eine Vorlage zu genehmigen oder abzulehnen. Sie kann auch Änderungen oder eine Rückweisung beantragen. Dieses Antragsrecht muss sie verantwortungsvoll und mit angemessener Zurückhaltung ausüben. Die Anträge der Kommission müssen im beleuchtenden Bericht zur Vorlage veröffentlicht werden. Ein kleiner Tipp zum Schluss. Erst das konstruktive Zusammenwirken von Gemeinderat und Rechnungsprüfungskommission ermöglicht die optimale Führung der Gemeinde. Deshalb suchen die beiden Behörden am besten immer zuerst das direkte Gespräch. So können Fragen frühzeitig geklärt und Missverständnisse behoben werden. Noch Fragen? Hier findest du Antworten.